Da war es noch so. Maria, auch noch aus dem Stamme David, aber aus dem Aaron und so. Wenn natürlich so eine Frau aus diesem Stamme kommt, dann muss sie auch wieder einen heiraten aus dem Stamme Davids, weil man wusste, aus diesem Stamme kommt mal der Messias. Wenn sie auch Messias ganz anders erwartet haben, als er dann tatsächlich kam. Und so hat man dann diese Mädchen, glaube mit 3 oder 4 Jahren, glaube ich, hat man die Gott geschenkt. Im Falle der Fälle, dass es die Person ist, wo dann der Messias aus ihr geboren wird. Und so ist auch die Maria von den Eltern zum Tempel gebracht worden. Und sie blieb an die 10 Jahre im Tempel. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn es so Bibelgeschichten oder Filme gibt, die sind alle der Heiler mit Fetzen, also mit Fetzen muss sie anhaben. Ja, Jesus hat das erste Gewand und die hat Maria gemacht. Und Maria, die Tempel, das war ja dazu mal das Vornehmste, was es gibt im Tempel. Die hohen Priester und die mit ihren Schmuck, Edelsteinen waren und alles. Und auch Stoffe, das war das Allerbeste, was man finden konnte. Und Maria hat das gelernt im Tempel, alles, was dazugehört. Und so konnte auch damit rechnen, dass der Herr nicht irgendwie Lumpen angehabt hat, solche, sondern er hat sehr einfach, aber edel und sauber. Und deshalb hat sie Gutes gemacht, Schönes gemacht für den Heiland. Auch die Apostel sind auch mit so verrissenen Dingen herumgelaufen. Dann ist es dann üblich, wenn diese Mädchen dann circa 14 Jahre alt wurden, vergesst nicht, die sind ein bisschen schneller reif da draußen als im Norden. Mit 14, dann hat der hohe Priester überall ausgerufen, dass alle Männer aus dem Stamme Davids in den Tempel kommen. Und auch Josef kam auch aus dem Stamme David, dem König. Und er kam dann auch. Und dann macht man dann Folgendes. Jeder von den Männern bekam einen Zweig. Und jedem Zweig sollten sie ihren Namen oder ihren Ding hineinritzen. Und dann hat man es wieder zurückgegeben auf, was im Alten Testament das Altar war, hingelegt. Da hat der Hohepriester mit dem Priester angefangen zu beten, dass der Herr zeigen möge, im Fall jetzt eine da ist, die bestimmt war von Gott, um den Messias zu empfangen. Und siehe da, aus diesen vielen Zweigen ist eine darunter, da kam im Winter, wo es keine Blumen gibt noch, kam ein Zweig, eine Blumen hervor. Und so hat der hohe Priester erkannt, das ist der Bräutigam, das soll der Bräutigam sein von diesem Mädchen Maria. Und hier sollte der Messias kommen. Das ging natürlich dann schnell verloren wieder. Und Josef war so circa 30 Jahre. Nicht ohne Haar, nichts dagegen, weil er keine hat. Ich muss sagen, er war sehr gut aussehend.
attraktiv, wenn man das so sagen will, denn für die Schönste der Welt, Maria, konnte man nicht einen alten Tattekreis hinstellen, oder? Wie mich. Es musste einfach ein Mensch sein, wo man sagen könnte, als man dann den Heiland gesehen hat, und er war wunderschön auch wieder, hätte man nicht gedacht, das ist ja unmöglich, dass der da von dem da kommt, oder? Gott ist intelligent, wenn im Falle das noch nicht wisst. Und er hat auch so gemacht, dass man sagen konnte, ja, das könnte jetzt der Vater sein von ihm. Und der Josef hatte viel Ähnlichkeit gehabt mit dem Heiland, nur war er ein bisschen kräftiger gebaut. So hat er das angenommen, als der Engel das sagte. Er nahm Maria zu sich. Und so wurde er dann der Nähr- und Pflegevater Jesu Christi. Aber Heiland hat noch nie gesagt, mein Nährvater, mein Pflegevater. Er hat gesagt, Abba. Das heißt Papa. Und bestimmt war noch nie ein Vater so geliebt worden von einem Sohn wie Josef.